Ja? Ich nehme an, das ist Ihr Spezialrezept? Kommt darauf an, wer danach fragt. Wenn Sie ein Bulle sind, dann habe ich nichts damit zu tun. Wenn Sie ein Kunde sind, können Sie für 2 Schilling selbst probieren. Ein wirklich fairer Preis, aber leider ist dieser Jahrgang ein wenig zu schwer für meinen Geschmack. Aber ich wäre sehr froh, wenn ich ein Paket zurückbekommen könnte, das hier ganz in der Nähe verloren ging. Und jetzt? Cool. Das ist die Hand. Gehen wir zum... Ich nehme die Holzhand und gebe das Paket. Entschuldigung, Sir. Könnt... Ich bin... Ja, gut. Haben Sie etwas Wichtiges gefunden, ja. Sir? Oh, muss ich das jetzt erst noch selbst auspacken? Ja, ich würde... Was halten Sie? Muss ich... Es ist doch relativ klar. Muss ich jetzt erst zu dem... Kann ich da auch hinspringen? Nein, aber hier bin ich dann schon mal ein Stück weiter. War klar, der betrunkene Polizist ist weg. Postbote ist weg. Oh mein Gott. Es ist doch so klar, dass das das Paket mit der Hand ist. Gehen wir nochmal zu dem Karl. Diesmal mit dem Paket. Was? Sie schon wieder? Ich weiß nichts anderes. Ein kleiner Rat. Man sollte sich nicht länger in dieser Gegend aufhalten. Das ist nicht gut für die Gesundheit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ist ja gut. Was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt das Paket. Kann es nicht auspacken? Oder... Also. Ah. Okay, und wenn ich jetzt hier hingehe mit dem Arm in der Hand und eben endlich. Gute Nachrichten, Sir. Hier habe ich das, worauf Sie gewartet haben. Oh, danke, Sir. Ich könnte Sie küssen. Hey, Sie können doch nicht einfach gehen und den hier herumliegen lassen. Oh, das sind ja auch die Kratzer, die ich bestellt hatte. Kommen Sie, das müssen wir feiern. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Haben Sie etwas Wichtiges gefunden, ja, Sir? Den Arschkratzer. Nein, ich will ihn nichts fragen. Diese Schnitte scheinen recht frisch zu sein. Okay, ich wollte nur mal ausprobieren, ob ich vielleicht hier mit irgendwas anderem, aber... Das geht scheinbar nicht, dann... So, jetzt haben wir hier also... einen Haken. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Den Haken auf die Flasche, auf das... Nein. Okay. Das geht nicht zu kombinieren. Ich wüsste jetzt gerne, wo der Dock 12 ist, weil da finden wir ja den komischen Kerl. Ist hier jetzt vielleicht jemand? Hier ist niemand. Pikota! Halihada! Muss ich vielleicht noch dazu befragen? Hey, komm her, Süße.
Messer? Nee. Die redet nicht mehr mit mir. Okay. Na, wenigstens haben wir jetzt einen formschönen Haken. Das ist hier. Ah. Dieses alte Seil scheint intakt zu sein. Keine Spur von Ruß. Wow. Ein intaktes altes Seil. Also man muss hier wirklich überall nachschauen, ob man was findet. Was ist denn mit diesem Buch? Ich würde gerne dieses Buch haben. Das ist, sieht so... Was ist hier noch ein Zettel? Oh really? The baby came to say to me that Sandra began giving birth. And that she claims you... The bout is clear. You will really find registers not far. Feel. Okay, also scheinbar ist da wohl eine Vaterschaftsklage im Laufen. Schade, dass ich den Zettel mit dem Zettel nichts anfangen kann. Schade, dass die betrunkene Postbote weg ist. Ich hätte ihm noch einen Schluck gegönnt. Was? Sie schon wieder? Nein. Ich weiß nichts anderes. Ein kleiner Rat. Man sollte sich nicht länger in dieser Gegend aufhalten. Das ist nicht gut für die Gesundheit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, wir wissen's. Ich wollte nur ausprobieren, ob dieser Haken was bringt. Ich frage mich echt, wie er darauf kommt, dass wir einen Haken gebrauchen können, aber okay. Schilder wären hier mal was Gutes. Und Licht. Dieser Wechsel mit seinem leuchtenden Anzug. Ja, hier ist nichts. Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Ich irre hier weiterhin hilflos umher. Irgendwo muss doch dann einfach sein. Ja, nein. Ich höre jetzt einfach, glaube ich, noch nicht. Ein Haken. Aha. Eine Schranke, die ein geschlossenes Tor abbringt. Kann ich jetzt wieder durch? Nein. Eine Schranke... Wo ist es hier? Nein. Eine Schranke, die ein geschlossenes Tor absperrt. Doppelt hält besser. Hier. Ich fühle mich hier immer so klaustrophobisch. Ist alles zugesperrt. Wieso kann man hier auf das Boot? Und hier nicht mal über... Ah doch, ne, seht ihr, da kann ich hier nicht mal hier drüber. Irgendwas ist hier faul. Dann so weit, hat sich gegen uns verschwunden, ne? Spiegelung? Keine Spiegelung. Spiegelung? Keine Spiegelung. Okay. Gibt's doch nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier ist auch nichts. Also ich bin jetzt in jeden Ecken rein, aber doch 12 habe ich nicht gefunden. Hier ist das Haus mit dem Alter, ja. Hier kommt man ja auch mit drüber. Da fährt ein Schiff. Mit und ohne Spiegel.
Okay. Nee. Diese Matze. Gehen wir noch mal hier rein. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo etwas übersehen? Vielleicht auf dem Boden. Den habe ich noch nicht so genau untersucht, glaube ich. Nein. Nein. Diese Schnitte scheinen recht frisch zu sein. Da sind 4 Symbole. Ja, und mit den Symbolen kann ich rein gar nichts anfangen. Ich würde sagen, ich mache für das erste Mal wieder eine Aufnahmepause. Und melde mich dann wieder das nächste Mal. Ich habe keinen Grund. Nein, da gibt's immer noch. Haben Sie etwas Wichtiges gefunden, Sir? Also, da hinten ist noch eine Tür. Die schaue ich jetzt noch kurz rein. Okay, da kann ich gar nicht reinschauen. Okay, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von meinem Sherlock Holmes Let's Play. Ja, wir sind immer noch in dieser... Oh, schon wieder direkt mal die falsche Taste erwischt. Ja, aber schön, dann schaue ich mir gerade mal unser Zeug an. Okay. Ja, gut. Ich glaube ja, das reicht. Gut, hier... Hier haben wir ja alles gesehen. Diese 4 Symbole. Diese Schnitte scheinen recht frisch zu sein. Da sind 4 Symbole. Schön. Okay, die magischen Vorhänge, die von alleine zugehen. Watson, der sich immer bewegt, wenn wir wegschauen. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Gut, dann halt nicht. So, was machen wir denn überhaupt gerade? Wir sind doch immer noch auf der Suche nach irgendwas. Oder irgendjemandem. Ich muss kurz nachschauen, sorry. Falsche Taste, ja. Wir müssen doch, was müssen wir denn überhaupt machen? Immer noch rausfinden, was mit diesen ganzen Leuten los ist. Also der Postbote ist ja weg. Wir können wieder in das Haus hier schauen. Also hier ist ja, der ist ja weggefahren. Immer die falsche Taste. Hier ist niemand. Der ist ja weggefahren, der Kerl. Und hier drin ist nur eine Frau, die uns nichts mehr... Alejada. Die hatte doch das letzte Mal nichts gesagt. Alejada. Und hier können wir nichts mehr mitnehmen, nein. Der Kerl hier redet auch nicht. Hallo, nein. Oh, immer diese falsche... Irgendwie ist es ungewohnt. Aber naja, was ist denn hier? Nichts. Geh weg. So, gehen wir mal hier lang. Ich hätte mir nochmal sollen den letzten... Ja, genau, wir können ja nicht über Holzbretter drüber... über Holzstämme drüber steigen, aber... aber über ein Boot.